Christian Morgenstern. Die Mausefalle. Palmström hat nicht Speckelmaus und dahingegen eine Maus. Korff, bewegt von seinem Jammer, baut ihm eine Gitterkammer. Und samt einer Geige fein setzt er seinen Freund hinein. Nacht ist's und die Sterne funkeln. Palmström musiziert im Dunkeln. Und derweil er konzertiert, kommt die Maus hereinspaziert. Hinter ihr, geheimerweise, fällt die Pforte leicht und leise. Vor ihr sinkt in Schlaf alsbald Palmströms schweigende Gestalt. Morgens kommt von Korff und lädt das so nützliche Gerät in den nächsten sozusagen mittelgroßen Möbelwagen, den ein starkes Ross beschwingt, nach der fernen Waldung bringt, wo in tiefer Einsamkeit er das seltene Paar befreit. Erst spaziert die Maus heraus und dann Palmström nach der Maus. Froh genießt das Tier der neuen Heimat, ohne sich zu scheuen, während Palmström glückverklärt mit von Korff nach Hause fährt.